In diesem Video geht es um die Ernährungstherapie von kritisch kranken älteren Menschen. Und für dieses Thema haben wir die Frau Julia Haberl eingeladen. Sie ist Diätologin und Spezialistin auf diesem Gebiet. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Vielen Dank für die Einladung. Patienten, die sich in einem sehr kritischen Zustand befinden, kommen oft auf eine Intensivstation. Und dort ist natürlich ihr Körper in einer Ausnahmesituation. Jetzt stellt sich bei mir natürlich auch die Frage, wie verändert sich eigentlich der Bedarf für die Energie und für den Makronährstoff? Ja, also wie Sie richtig erwähnt haben, befindet sich der Patient, wenn er auf die Intensivstation kommt, in einen Ausnahmezustand, in einen sogenannten Stressstoffwechsel. Dieser ist sehr häufig mit einem Mehrbedarf an Energie, an Kalorien verbunden. Laut den Guidelines empfiehlt man hier 20 bis 30 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Es sollte aber hier wirklich individuell eine diätologische Evaluierung und Befundung erfolgen, um wirklich den tatsächlichen Bedarf des Patienten errechnen zu können. Was sind eigentlich die Empfehlungen für Makronährstoffe? Also in Bezug auf die Makronährstoffzufuhr bedarf es auch einer individuellen Berechnung, aber auch hier gibt es Empfehlungen laut den Guidelines und dafür würde man im Bereich der Eiweißzufuhr 1,3 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag empfehlen. Es gibt natürlich auch Ausnahmesituationen, Ausnahmepatienten wie Beispiel Verbrennungspatienten, wo sich hier der Bedarf einfach noch einmal stark erhöht bis zu 2 Gramm oder sogar noch mehr. In Bezug auf Fett- und Kohlenhydratzufuhr schaut es bei der Kohlenhydratzufuhr so aus, dass man mindestens 2 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag berechnen sollte und die Fettzufuhr sollte zwischen 0,7 und 1,5 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag betragen. Wie geht man bei der Ernährungstherapie von Intensivpatienten vor? Grundsätzlich ist die Ernährungstherapie des Intensivpatienten sehr ähnlich der Ernährungstherapie des stationären Patienten. Nur ist es hier so, dass sehr oft die orale Ernährung nicht möglich ist. Das heißt, es bedarf noch einer genaueren diätologischen Evaluierung der Ernährungstherapiemöglichkeit. Und oft können die Patienten bei Aufnahme nur enteral oder parenteral ernährt werden. Wenn also der Patient bei der Aufnahme keine orale Nahrung zuführen kann, so sollte laut den Guidelines innerhalb von den ersten 24 bis 48 Stunden an eine enterale oder parenterale Ernährung gedacht werden. Vorzugsweise sollte hier die enterale Ernährung begonnen werden. Wenn es aber beispielsweise Kontraindikationen für solche enterale Ernährung gibt, wird eine parenterale Ernährung angedacht. Wenn jetzt alle Zeichen darauf hinweisen, dass eine orale Ernährung nicht mehr möglich ist, ab wann startet man eigentlich mit enteral? Ja, also hierzu gibt es verschiedenste Empfehlungen entsprechend der europäischen oder auch der amerikanischen Guidelines. Wenn der Patient sich in der sogenannten EPP-Phase befindet, also der Akutphase direkt nach dem Geschehen, was häufig einige Stunden bis Tage nach dem Akutgeschehen entspricht, so steht die Ernährung nicht im Vordergrund. Erst wenn sich der Patient stabilisiert, die Laborwerte sich stabilisieren und er in die sogenannte Flow-Phase kommt, wird an den Beginn der Ernährung gedacht. Dies bedarf aber wirklich einer interdisziplinären Zusammenarbeit, um abzuschätzen zu können, in welchem Bereich sich der Patient befindet und wann mit einer Ernährung gestartet werden sollte. Wie unterscheidet sich der Nährstoffbedarf der EPP-Phase von der Flow-Phase? Kurz nach der EPP-Phase ist der Energiebedarf des Patienten bei 20 bis 25 Kilokalorien laut den aktuellen Guidelines. Wird der Patient immer stabiler, das heißt stabilisiert sich die Situation des Patienten, werden die Laborwerte stabiler, so wandert er in die sogenannte Flow-Phase und hier erhöht sich auch die Energiebedarfsempfehlung auf 25 bis 30 Kilokalorien pro Körpergewicht pro Tag. Natürlich immer individuell gesehen in Rücksprache mit dem interdisziplinären Team zu berechnen. Wenn es jetzt so ist, dass die Energiebedarfsberechnung, die Energiezufuhr nicht ausschließlich über die enterale Ernährung deckbar ist, so sollte man eine supportive parenterale Ernährung andenken. Und wie sieht es bei den mangelernährten Patienten aus? Ja, gerade bei mangelernährten Patienten ist es sehr, sehr wichtig, dass man den Energiebedarf möglichst rasch erreicht oder möglichst rasch decken kann. Die Empfehlungen hierbei sind zwischen 25 und 30 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und auch hier gilt, wenn der Energiebedarf nicht über enterale Ernährung gedeckt werden kann, sollte eine supportive parenterale Ernährung angedacht werden. Kann eigentlich die parenterale Ernährung als alleinige Maßnahme bei Intensivpatienten angewendet werden?
An und für sich ist es so, wie anfangs erwähnt, dass man die enterale immer der parenterale Ernährung vorziehen sollte. Nun gibt es natürlich Patienten, die beispielsweise schon mit einer parenteralen, einer dauerparenteralen Ernährung auf die Intensivstation aufgenommen werden. Diese werden natürlich weiter ausschließlich parenteral ernährt. Aber auch bei Patienten, wo eine Kontraindikation für eine enterale Ernährung besteht, diese müssen ausschließlich parenteral ernährt werden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen wirklich spannenden Einblick in dieses Thema. Vielen Dank für die Einladung.